Hallo und willkommen zurück zu einer Folge von Daisy Standalone. Fünf Sekunden ist verpasst, 5 Sekunden ist verpasst. Ja, jetzt dreifen wir mit High Speed. Also, naja, 40 km/h in den Wald. Eine Kiste größer. Ja, Götter nehmen. Dann bauen wir uns ein paar Kisten, dann bauen wir. Warte mal, kann man aus Holz stemmen? Holzbretter machen? Ich glaube. Deswegen die Sägen. Geil. Da hab ich überhaupt. Ja, gut, klar. Geil. Wir haben jetzt den guten LKW, der fährt wenigstens wasserfrei. Also, hoffe ich. Der fährt mit Dings hier, H2O fährt der. H23! Das wäre interessant. Base Building. Oh Gott, Alter. Mach das nicht. Also Bäume gibt's hier genug. 12? 3, Pferde, 1, 2. Doch, könnte hinkommen mit 12. Nicht schlecht. Meine Finger gehen bis 10. Also, es sind mehr wie meine Finger. Also 11 oder 12. Schlecht. Ja. Also denke ich, waren noch 10. Die beiden Daumen. Ah! 9. 8 Finger habe ich. Ah. Wo wollten wir das jetzt bauen? Wir wollen jetzt doch das Hangar bauen, ne? Das wollte ich nur fertig bauen und dann wollte ich irgendwo. Ja, warum sind wir denn nicht gleich in Richtung Hangar gefahren und zu dem Wäldchen, was da an der Base denn ist? Können wir noch machen. Ach so, scheiße, jetzt. Ah, oh, fuck, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Scheiße. Oh. Hier kannst du drehen. Ja, nee, wir müssen ja jetzt sowieso noch mal hoch, wegen wenigstens fertig bauen, dass wir das nächste Mal fertig haben. Ja, du willst jetzt zur Armeebase. Ich würde zur Armeebase. Ich würde jetzt diesen einen Zaun komplett fertig bauen wollen. Ey, du, ich war eben gerade schon wieder bei der falschen Brücke. Ach so. Ich war schon wieder bei der hinteren Brücke, dass es da okay. Zum Dings geht und jetzt nicht, dass wir erst hier noch ein Dorf weiter müssen, stimmt. Und dann, ab dann müssten wir überlegen, wo vielleicht eine geile Stelle wäre, wo wir uns wirklich eine Base selber bauen. Ja. So, und hier gucken wir jetzt auch nochmal. Aber wo könnte das sein? Schwierig. Ah, hier natürlich wirklich schön, wenn's. Warte. Ja. Fahr doch, du scheiß LKW. Fahr! WTF? Komm. Alter, das Ding ist so langsam. Damit kannst du immer Zombies umfahren, ey. Genau, lauf einfach ein paar Mal gegen. So, der erste ist schon wieder weg. Fahr. Oh Gott, nicht so schnell. Okay. Was hat da gerade so geknallt? Hast du gerade die nicht Tür... bei dir? Achso, weiß ich nicht. Ich dachte... Okay. Ich dachte, das wäre bei dir. Nein, das war bei dir. Oh, noch ein Zombie. Oh, wo? Ach, hier drinnen. Nö. Munition. Pistolen. Triage-Lampe. Ausziehbare Multifunktion M4. Ja. Ein Stuhl auf dem Tisch. Tisch auf dem Stuhl. Doch, auf dem Stuhl lag was. Oh, da liegt ein Magazin. Das hat er gar nicht gesehen, der Kick. Schon drei Zelten, Alter. Es gibt nur drei Zelte. Wo warst du? Alter, es ist ein Zombie drin. Ja, hab ich doch gesagt. Lass zu, diese, ne? Heck. Ich war in deinem ersten Zelt, war ich drin eben gerade. Da war noch ein Magazin. Ich hab ein Nies. Ich hab ein M4 Schulterstütze. Ich hab ein. Oh ja, die habe ich liegen lassen. M4 AK-74 und das Magazin.
dazu. Nee, doch, ist dazu. Mit dem richtig hässlichen Visier, weil ich einfach runterschmeiße, einfach weil es hässlich ist. Boah, ich hab endlich ein Visier gefunden, ja? Ja, ich schmeiß es weg. Warum? Ist das draufgefallen? Können Sie bitte einsteigen, Mister? Das heißt Mister, Mister. Miss. Mister. Ich muss mal ganz kurz. Ne? Na, was machen wir mit der Faust? Fleck. War das? Mister Fleck, wollte ich sagen. Oh. Oh, ey, du glaubst nicht, ne? Ich war heute bei Aldi. Und hab. Davon. Ja, scheißegal, ist keine Marke. Alles selber bezahlt. Keine Ahnung, was man da sagen muss. Ist kein Werbevideo, keine Ahnung. Ich hab Pfanne-Eis gekauft, weil. Was kostet normalerweise? 1,79, ne? Also, ach so, diese 2 Liter. Sein. Ich weiß. Und? Die habe ich jetzt eine, also pro Flasche nenne ich das trotzdem mal, pro Bottich, habe ich jetzt 1 Euro bezahlt. Hab für den See schon mal, ich glaube jetzt schon an Trinken, habe ich jetzt schon 24 Euro bezahlt. Ich habe so viel Eistee. Ah, der schmeckt halt so geil. Hast du davon so viel gekauft? Ja, 3 Packen. Also 3 Stiegen, so gesehen. Ja, 3x6. Alter. Das ist so geil. Mann. Ich hab schon mit Laura gesprochen, ich kaufe wohl die ganzen Reste, der noch steht. Alter, also nochmal 3. A, der ist ultra lange haltbar. B, der ist einfach nur arschgeil. Ich feier den total. Ich finde den total geil. Aber wegen Abnehmen, ne, ist das eigentlich nicht das Richtige. Eigentlich nur noch Wasser. Run. Ja, hey, ja, an sich klar. Du hast das nicht nötig, du kannst das ruhig versauen. Der Kuchen, das sind locker 5 Flaschen gewesen davon. Das ist aber so geil. Aber du musst ihn wirklich mal so, wenn du das nächste Mal machst, Tag früher machen, dass der liegt, weil der hat den anderen Tag wirklich besser geschmeckt. Da hat er auch nicht mehr so derbe gesagt, der macht wesentlich. Vielleicht ist das so da, ne, denke ich. Keine Ahnung. Ja, gut, Freitag, das wäre aber alles zu knapp. Also auch zu knapp geworden, ja. Hätte ich in der Woche, also letzte Woche, Frühschicht gehabt? Ja. Oh. Aber mit Spätschicht, dann bin ich hier so spät erst zu Hause. Da läuft Kuchen, ne. Ne. Einfach, ne. Siehst du, kann ich Donnerstag noch Kuchen backen? Wenn ich frei habe. Oder Mittwochabend, dann besser ist. Ja, nee. Du musst ja recht hin. Da kommst du zu. Ich freue mich auf Sie. Ne? Es muss klappen, auch mit Olli. Ich meine, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht den Grund sagen und alles Mögliche. Ist auch nichts Schlimmes, aber trotzdem, das muss keiner von uns erfahren. Ganzen Kram. Aber es wäre geil, wenn er mitkommen könnte, ey. Oh. Schön wäre natürlich mit allen, aber. Ja, wenn es nicht geht, geht's nicht, klar. Wenn nicht, müssen wir ihn zwar verprügeln, das ist ja klar. Das ist nicht so wild, also das hält ja aus. Wie viele Nägel hast du mit? 116. Oh, geil, ich habe auch nochmal einen 99er Stack gefunden. Ich glaube, für die Base, die wir gleich vorhaben zu bauen, brauchen wir auch ordentlich viele Nägel. Und Steine, weil, ja. Steine. Ist das? Steine, ja, klar. Für Fahnenmast zum Beispiel. Für Fahnenmast, ja. Tonnen Steine. Wüsstest du schon einen Platz? So einen geraden, schönen Platz. Wir hatten ja schon ein paar Mal so eine kleinen Dinger gefunden gehabt. Aber wüsstest du gerade nicht so wo? Wo die waren, kein Plan. Es reibt sich. Hier bräuchte ich mal das Bausystem von Rust, das wäre so geil. Das wäre so episch, wenn die das einfügen würden, ey. Ja. Da baust du keine gerade Fläche, dann baust du einfach hin und es ist gerade. Wie links ist gerade? Ja, aber nee, es soll schon irgendwie ein bisschen woanders sein auf der Karte. Ja. Willst du mal ganz kurz googeln? Gerade Fläche oder Base-Bauflächen? Der ist echt schon. Weil es dauert ja noch, ich fahre ja eh. Das wäre
wäre schon echt geil. Muss er auch nicht im Wald sein oder was weiß ich, aber schon weiter weg von uns, unseren Sachen hier so. Das war mal eine ganz neue Base irgendwo haben. Oben links. Da haben wir das Haus, das Hochhaus. Ja, aber so irgendwie oben Mitte. Oben Mitte. Das wäre cool da irgendwo. Tö. Kann auch ein Feld sein, mitten auf der freiesten Fläche der Welt. Wäre auch völlig in Ordnung. Ey, scheiße, das könnte man eigentlich wirklich mal 500 zur Folge machen, so, ne? Ich warte mal, 500. Also. Nutzlos. Ja, schwierig. Ja. Sowas überhaupt zu finden, das wäre nicht. Hier findet man eher halt, wie Basebuilding halt funktioniert auf dem Guide oder auf einmal wieder um. Militärloot irgendwo. Müsst ihr vielleicht auch mal ganz kurz angucken, wie man. Ja, obwohl, nee, ist eigentlich ganz easy. Immer noch das eine Video von dem YouTuber von damals. Theoretisch ist das ja wirklich super leicht, ne? Ja. Baust du diese komischen Dinger dahin? Baust zwei Holzstämme und dann kannst du ja schon einen Base bauen. Ich hoffe, wir haben genug Segen und sowas für eine. Richtige. Ah, Bodenplatten, wie macht man denn die? Nee, noch gar nicht, oder? Doch, doch, Bodenplatten gibt es. Ich glaube, wir gucken uns erstmal ein Video an, wa? Also, Bodenplatten gibt es auf jeden Fall. Dann haben wir eine gerade Fläche. Boah. Boah, ich glaube, dafür brauchen wir auch wieder auch einen Bauplan. Also, dürfte auch kein Problem sein. Wenn wir Seile brauchen, wäre auch kein Problem. Da können wir irgendwelche Stofffetzen nehmen, daraus Seile machen. Nee, ich glaube, Böden gibt es gar nicht. Doch, 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 habe ich gesehen. Also gut, ich hoffe, das war auch. Ja, relativ Mods. Gib mal offizieller ja. Server ein, Base Building. Oh, warte mal hier. 10 Bretter, Beil oder Hammer. 30 Nägel, Holzbretter. Floor Kit, Boden Kit. Die Mauern sehen ja ganz anders aus. Ja, ist aber das für experimentell? Expansion. Expansion? Ne, das ist sowas wie ein DLC, also ein Extra. Okay. Expansion. Schade. Ah, das sieht ja richtig geil aus. Ey, selbst mit einer Tür kannst du bauen. Das ist ja mal richtig heftig. Das sieht ja wirklich auch so ein bisschen wie bei Rustin. So eine Tür können wir doch auch machen, oder? Doch. Ein Tor. Keine Tür? In der Wand? Ich glaube Tür nicht, ne. Ich schick dir mal den Snake. Ja gut, wir brauchen ja eh nur ein Tor, also alles gut, aber. Folge gucken wir uns dann mal an. Da gucken wir uns beide mal das Video an. Dass wir das auch hinkriegen, nicht, dass wir das um Schmutzen pflastern. Wir schmutzen pflastern da immer was hin, oder? Oh, jetzt sind die ganzen verdammten Zombies wieder gespawnt. Oh nee. Was? Ja. Und Drift nicht vergessen. Jetzt wird gleich was zu trinken. Ja, und die Folge geht ja zu lang, bis wir das fertig gebaut haben. Und dann, auch wenn es ein bisschen kürzer geht oder länger geht, nur dass ihr Bescheid wisst, Leute, die Folge könnte wieder kürzer gehen. Ich hab was. Bremst doch, du Dreckskarre! Achso, du hast da was? Echt? Ja, aber das ist Wein. Wein? Ja, die habe ich mir aus Jux mal gekauft, weil die fast nichts gekostet hat, aber auch geil aussah. Und das ist halt nur so eine ganz kleine Flasche. Du hast die zu einer Frau. Ich hab bis jetzt mal kein Wein geschmeckt, aber. Das sah so knallrot aus, sah so geil aus. Ach, du guck dir das mal. Alter, wow. Mashallah, Bruder. Ja, ich fahre jetzt erstmal Kreise. Kann ich hier komplett wenden ohne Gas zu geben?
Vollgas. Vollgas! Wee! Ja. Oh die Gott! Oh. Okay. Ne, das war perfekt, das war super. Nein, nein, perfekt wäre, wenn du alle mitgenommen hättest. Der hat meinen Rucksack auf. Ja, ja, genau. Außer einen, das ist nicht perfekt, außer. Alter! Oh, ist der behindert. Der Zombie? Nein. So fies bin ich nicht. Oh, er hat sich geteilt. Nein! Oh, oh, oh. Hä? Wow, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Wieder jetzt? Spiel. What? Schon wieder den nicht getroffen? Krokodil-Zombie. Du hast eingekillt. Ja. Ups. Was? Jetzt aber. Und das noch ab einer. Nach Hause. Ja, da war noch einer. Ich hoffe, der hat uns nicht so erkannt als Fahr jetzt. Aber wir dürfen nicht laut schießen, weil dann. Ah, okay, da habe ich gleich geschossen. Ich okay. Bin prima. Was brauchen wir denn jetzt hierfür überhaupt? Prima. Auf jeden Fall erstmal eigentlich nur Wände. Ach, Bretter wahrscheinlich. Und Nägel. Ja. Ja, Nägel sind drin. Ich hab einen Hammer. Ich hab einen Hammer. Rahmen unten. Ach ja, stimmt. Plattform! Bau eine Plattform! Geil, gibt es doch schon. Echt? Hey, was denn? Bau eine Plattform. Ist das hier. Das braucht man nicht. Das hier ist die Plattform. Rahmen unten, Rahmen oben. Ja gut, ja. Ich mach Rahmen unten, ja. Ja. Rahmen oben, damit sie nicht drüber springen, kommt auch gleich noch. Achso, brauchen wir noch Holz oder hast du genug Holz reingepackt? Ich hab noch Holz dabei. Achso. Holz. Ich hab mal 4 Stück verbraucht. Rahmen oben. Achso, Rahmen, oh Gott. Na gut. Holzwand unten, Holzwand. Machst du jetzt oben oder unten? Unten. Könnte ich umswitchen, dass ich gleich weiter machen kann. Oben. Ja. Ah, nee, geht nicht, leider. Das sieht so schwul aus, wie du hast. Denk, denk, denk. Es ist mein Hämmerchen. Hammer-Time. Mr. und Mrs. Hammer. Mich hinten auch noch zu bauen war. Oh, geil. Ja, aber hier haben wir noch richtig schön Sachen, die wir... Wollen wir daraus eine komplette Holzbase bauen, oder? Die wir dann... Nachher, ja. Okay. Oh, 8 Nägel haben wir hier noch. 5 Holz, ist ja der Wahnsinn. Oh, das Ding ist jetzt fertig. Nur schade, dass man die Dings nicht andersrum bauen konnte, dass man... das Tor entgegengesetzt aufmachen kann. Achso. Ah, nö, nicht nach innen. Hä, wieso? Ah. Mhm. Wow, ist das geil. Ich meine, eigentlich ist das Tor groß genug, da passt wahrscheinlich der LKW auch durch, aber so ein Doppeltor ist dann doch was Geileres. So ja, das stimmt. Hier ist noch eine Axt und ach, scheiß drauf. Ja, ein bisschen können wir hier lassen. Das Soundset nehmen wir mit. Das Holz hier lassen, ja? Weil hier brauchen wir es nie wieder. Ja, nehme ich es mit. Ja, weil. Ich würde sagen, das brauchen wir. Die Helme würde ich hier lassen. Boah, wie ist jetzt da? Was sollst du auch mitnehmen, ne? Genau. Oh, die Nägel. Oh, hier ist noch Nägel. Okay, gut, dann habe ich jetzt das Soundset dabei. Okay. Soundset. Holz. Noch mehr Holz. Und der Hammer. Gut. Okay, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich jetzt noch und schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.